Wir beendeten das letzte Kapitel mit dem Hinweis auf die Sehnsucht nach dem Aufbruch. Sehnsucht nach dem Aufbruch. Das charakteristische Merkmal der Adoleszenz. So soll der Aufbruch als eine Art Leitthema für dieses Kapitel dienen. Dem Versuch geschuldet, die Lebensphase, um die es hier geht, in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Hierfür wollen wir nach der neurobiologischen nun noch die evolutionäre und verhaltensbiologische Perspektive mit einbeziehen. Manchmal kann ein Blick zurück auf unsere evolutionäre Vergangenheit helfen, besondere Lebensphasen besser einordnen und besser verstehen zu können. Aus dieser evolutionären Sicht war die Pubertät bei unseren Vorfahren über Hunderttausende von Jahren eine Entwicklungsphase, in der Jugendliche nicht nur einfach dem Streben nach Aufbruch nachgaben und ihre Autonomie errangen. Vielmehr war es die Zeit, in der sie tatsächlich das Zepter übernahmen. Das heißt, sie besetzten die frei gewordenen Stellen in der Gemeinschaft. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die Menschen über viele Jahrhunderttausende hinweg kaum mehr als 25 oder 30 Jahre alt wurden. Die Bereitschaft zu risikoreichem Verhalten, zu ausgeprägter Emotionalität und auch Begeisterungsfähigkeit, aber auch die Bereitschaft zur Brutalität waren nützlich für Gruppen. Schließlich unterstützten sie das Erkunden der Welt und zum Teil auch die Inbesitznahme derselben. Über eine unvorstellbar lange Zeitspanne hinweg waren pubertierende aktive Gestalter, nicht zuletzt auch einer kulturellen Entwicklung. Doch genau diese kulturelle Evolution, sie erweiterte das menschliche Wissen und die menschlichen Fähigkeiten in sehr, sehr hohem Maße. Die Lebenserwartung stieg immer weiter an. Das kulturelle Wissen explodierte förmlich und machte so eine Verlängerung der Lernphasen erforderlich. Die Zeit zwischen der Geschlechtsreife und dem adoleszenten Übergang in das Erwachsenendasein verlängerte sich immer mehr. Nun habe ich, so wie es allgemein üblich ist, den Aufbruch betont. Der Aufbruch, der die Adoleszenz so sehr kennzeichnet. Diesen Aspekt würde ich gerne nun noch etwas präzisieren und ihm zugleich das komplementäre Gegenstück zur Seite stellen, nämlich die Rückwendung hin zur Familie, hin zur Gemeinschaft. Doch machen wir abermals einen Schritt zurück. Zu Beginn unseres Lebensweges gilt es, Zuwendung, Schutz und Sicherheit zu empfangen, damit sich das ausformen kann, was wir als Urvertrauen bezeichnen. Urvertrauen, das sich als Ergebnis guter und geborgenheitsstiftender früher Kindheitserfahrungen einstellt. Die primären Bezugspersonen, zunächst meist die Eltern, die uns diese Erfahrung vermittelt haben, werden, das ist nur ein sehr, sehr besonderer Punkt, sie werden in die eigene, sich ausformende Identität mit aufgenommen. Das sich eins fühlen mit ihnen spendet Kraft und Sicherheit. Doch der Autonomieanspruch, der in der Pubertät und Adoleszenz nun seine Aufgipfelung erfährt, wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die verinnerlichten Bilder, die verinnerlichten Repräsentanten
von Schutz und behaglicher Nestwärme. Autonomiebestreben duldet im Innenreich des Seelischen keine allzu machtvollen Elternrepräsentanzen. Doch während im Tierreich in dieser Phase ein Bruch und ein Abwandern aus dem Familienverbund problemlos erfolgen kann, liegen die Dinge beim jungen Menschen etwas anders. Man könnte sagen, sie liegen tiefer. Denn zu sehr sind die Bezugspersonen, die das Urvertrauen zu erwecken vermochten, in die eigene Identität mit eingeflossen. Sie sind Teil des eigenen Selbstverständnisses geworden. Die Ablösung von der Familie bedeutet somit auch, das eigene Selbstverständnis zur Disposition zu stellen. In einer reflektierenden Begutachtung des eigenen Weltmodells, des eigenen Wertesystems erweist sich alles Selbstverständliche, alles uns Bekannte auf einmal als ziemlich relativ. Man übernahm in erster Linie den Blick auf die Welt, wie es die vertraute Lebensgemeinschaft vorgab. Vom Autonomiebestreben der Adoleszenz nun aber angetrieben, wächst der Wunsch, anders zu sein, anders zu denken, anders zu werten, anders zu fühlen. Es beginnt die Suche nach neuen Vorbildern, nach neuen Identifikationsobjekten. Identifikationsobjekte, in denen man sich widerspiegeln kann und an denen sich die verletzte Identität wieder aufrichten, wieder neu entwerfen kann. Doch wenn die Adoleszenz zunächst vor allem Abkehr bedeutet, so bedarf es nach der Abkehr auch wieder einer Hinwendung. Es lohnt, diesen Punkt hervorzuheben, da er selten gewürdigt wird. Der große Psychologe und Verhaltensbiologe Norbert Bischof ist einer der wenigen Forscher, die diesen Aspekt ausführlich ausgearbeitet haben. Vieles von dem hier Vorgetragene bezieht sich auf und ist inspiriert von den Arbeiten dieses herausragenden Denkers. Faszinierend auch Bischofs Verweis auf die Heldenreise. Die Heldenreise, sie stellt, wenn man so möchte, die mythologische Verarbeitung der Adoleszenz dar. Und auch sie hebt genau diesen Punkt hervor. Sie endet nämlich mit der Rückkehr des Helden oder der Heldin. Das in der Fremde erfochtene Lebenselixier wird am Ende wieder nach Hause gebracht. Denn bei aller Kraft, die in die Ferne drängt, so darf nicht übersehen werden, dass ein Kappen aller eigener Wurzeln, also aller Wurzeln der eigenen Lebensgeschichte, gar nicht möglich wäre, ohne großen Schaden zu nehmen. Schaden am eigenen Selbstbild, an der eigenen Selbstgewissheit. Egal wie viel Abstand man zur Persönlichkeit von Mutter und Vater in der adoleszenten Gegenwart einzunehmen vermag, es sind doch genau diese Persönlichkeiten, die Teil des Fundaments sind, auf dem die eigene Identität errichtet wurde. Die Ablehnung der Eltern, so Norbert Bischof, verursacht immer auch einen Schmerz in den eigenen seelischen Tiefen. Das, was man abstoßen möchte, ist zugleich Quelle des eigenen Urvertrauens. Die Wurzeln, die man gerne kappen würde, sind zugleich der kraftspendende Urgrund, aus dem man selbst hervorgegangen ist. Dieses Paradox gilt es in der Adoleszenz
aufzulösen. Ablösung und Rückbindung, Emanzipation und Verbundenheit müssen in eine Balance, in eine Übereinkunft geführt werden. Eine sich der Freiheit und dem Fortschritt zuwendende Identität will entworfen sein, die zugleich in der Lage ist, reflektiert, ich betone, reflektiert, die eigene Herkunft zu bejahen, mit all ihren problematischen wie auch all ihren guten Seiten. Die Adoleszenz kappt nicht einfach die eigenen Wurzeln, die eigene Vergangenheit. Das wäre nur unter Aufbringung größter Opfer möglich. Doch durch den Prozess der Emanzipation schafft sie eine gewisse Abgrenzung. Man bleibt mit seiner Vergangenheit verbunden, ist aber nicht mehr in Gänze mit ihr verschmolzen. Es werden die eigene Verwurzelung, die Identifikation mit der eigenen Herkunft und somit auch das Urvertrauen bewahrt, jedoch mit der Fähigkeit verknüpft, sich zugleich als getrennt erleben zu können. Eine verwurzelte und zugleich emanzipierte und die Freiheit ergreifende Identität kann als Ziel des adoleszenten Übergangs angesehen werden. Man geht über die Brücke, nimmt Distanz, aber irgendwann kehrt man zurück. Nur man ist gewachsen. Man ist größer, man ist stärker, man ist selbstständiger und man ist in der Lage, im Halt der Verwurzelung trotzdem den eigenen Weg zu formen. All dies stellt wahrlich eine Herausforderung dar. Doch die menschliche Fähigkeit zur Reflexion macht es ihm möglich, sich selbst gegenüberzutreten. Menschen können zumindest bedingt zu sich selbst in Distanz gehen, sich gleichsam von außen betrachten. Das Ich wird so zu einer Figur, die eine Außengrenze aufweist, in deren Innenraum Gedanken, Gefühle, eine Persönlichkeit wohnen. Dieses Abstandnehmen zu sich selbst ist eine große evolutionäre Errungenschaft, die es zu entwickeln, zu trainieren gilt. Die einfachste Definition von Bildung ist die Ausgestaltung genau dieser Fähigkeit, Abstand nehmen zu können. Von den Dingen und von der eigenen Anschauung und beide mutig immer wieder mit der Realität abzustimmen. Es gilt, bereit zu sein, die eigenen Modelle seiner selbst sowie die Modelle über die Welt zu hinterfragen, wenn nötig zu verändern, zu erweitern. Ja, Pubertierende müssen ihre Potenziale ausschöpfen dürfen. Es ist wenig sinnvoll, Emotionalität und Risikoverhalten von Jugendlichen unterbinden zu wollen. Doch dieses muss Hand in Hand gehen mit einer Stärkung der Emotionsregulation und des Realitätssinns. Beide sollten dabei nicht zuletzt auch durch die Übernahme von Verantwortung trainiert werden. Damit ist aber nicht gemeint, mit 16 Jahren wählen gehen zu dürfen. Das ist aus neurobiologischer Sicht eher kritisch zu sehen. Verantwortungsübernahme bedeutet unter anderem, die Konsequenzen des eigenen Handelns auch wirklich selbst zu tragen. Das ist viel mehr als einen Wahlzettel auszufüllen. Den dafür so notwendigen Realitätssinn gilt es in der Jugendzeit und nicht nur in dieser zu schulen und zu fördern. Es braucht Mut,
sich der Welt zu stellen und das eigene Weltbild immer wieder zu hinterfragen. In Zeiten, in denen die Weltmodelle, anders formuliert, die Ausdeutung der Lebenswirklichkeit, tagtäglich medial vorverdaut und dann normenkonform aufgetischt wird, wird es immer schwieriger, sich ein eigenes Bild zu machen. Jede Generation ist dem aktuellen Zeitgeist unterworfen, von ihm regelrecht durchtränkt. Selbst mit einem ausgereiften präfrontalen Kortex ist es schwer, ein Verständnis für die Gesamtzusammenhänge zu gewinnen. Und erst recht in Phasen, wo der präfrontale Kortex völlig überfordert ist. Doch der Mensch besitzt die Fähigkeit zu seelischer Grenzziehung. Die Qualität und die Stabilität dieser Ich-Grenze ist ein bedeutsamer Indikator für seelische Stabilität und Gesundheit. Das Ich wird zur Gestalt, zur Figur. In dem Moment, wo wir Abstand von uns selbst und von anderen nehmen können. Die Innerlichkeit des figuralen Ich findet sich zugleich von psychischen Schutzhüllen umgeben, ist dem Blick von außen nicht schutzlos ausgeliefert. Ein Ich, das eine solche Stabilität nicht zu entwickeln vermag, zeigt sich den aktuellen normativen Strömungen, das heißt dem Zeitgeist, sowie diesen Zeitgeist umwehenden emotionalen Stimmungen gegenüber viel empfänglicher und somit beeinflussbarer. Wohin der adoleszente Aufbruch am Ende führt, kann niemals sicher vorhergesagt werden. Doch die Pflege des Realitätssinns, die Weiterentwicklung des Denk- und Reflexionsvermögens, die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen, wie auch die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme bilden ein gutes Rüstzeug für den weiteren Weg. Dankbarkeit denjenigen gegenüber walten zu lassen, die das Fundament erkämpft und errichtet haben, auf dem man selbst nun wandelt. Das stärkt die eigenen Wurzeln und wirkt haltgebend. Ohne Arroganz und naiver Selbstüberhöhung, das Alte würdigend und zugleich es kritisch hinterfragend, gilt es, von sich selbst und der Gemeinschaft, vor sich selbst und der Gemeinschaft, den Beweis anzutreten, dass man sich aus eigener Kraft behaupten kann. Der Geist der Freiheit will dabei zur Entfaltung gebracht und die Identität will entworfen werden. Denn sich selbst zu entwerfen, das ist und bleibt für die menschliche Spezies und nicht nur für Pubertierende Geschenk und Bürde zugleich.